Guten Tag, mein Name ist Baumann. Ich bin Lehrer in Berlin und heute Morgen ist etwas Bedauerliches passiert. Ich habe ein vorhergehendes, sehr gutes Video gemacht. Ja, da ging es ums Denken und dass man das nicht einschränken sollte. Und das ist sehr gut angekommen. Wieso sehr gut angekommen? Naja, also es gibt dann sehr viele Leute, die sind so nett und hinterlassen ein Like. Das sorgt bei YouTube dafür, dass man im Ranking so ein bisschen steigt, ja. Und wenn es dann viele Leute gibt, die das machen, dann wird das Video immer wichtiger und müsste jetzt immer mehr Leuten vorgeschlagen werden. Und ich habe gar nicht viel Werbung dafür gemacht, ne? Also so, aber an einem Tag, na gut, die paar Klicks, die ich da kriege, dürften gerne ein paar mehr sein, aber von denen, die da geklickt haben und mein Video gesehen haben, hat etwa jeder Dritte ein Like hinterlassen. Ne? War schon ziemlich gut. Und was macht YouTube? Über Nacht wird dieser Zählerstand einfach mal zurückgesetzt. Und heute Morgen sehe ich da nur ein Like. Warum machen die das? Damit das Ranking dieses Videos wieder sinkt und sie das nicht mehr anderen vorschlagen müssen. Ja. Damit die geleckten Ansager in den Studios, in den bombastisch ausgeleuchteten Studios, mit den Hunderten von Mitarbeitern drumherum, die diese Sendung geplant haben, auch nochmal ein Rating kriegen oder vielleicht ein Like. Aber nein, da geht der Algorithmus ja meistens in die andere Richtung, immer nur so. Ne? Ach, die haben ja schon ihre Anzeigen teilweise abgeschaltet, damit man nicht mehr ablesen kann, wie das Verhältnis von Likes zu Dislikes ist. Dann gibt es ja Leute, die reden lange um den Brei herum und sagen, naja, die Likes sind eigentlich Dislikes und die... Ach, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln. Ja? Also YouTube sabotiert aktuell den eigenen Algorithmus dadurch, dass sie eben die Leute, die wirklich ankommen und die etwas zu sagen haben und die, ja, etwas sagen wollen und die normalerweise viel mehr Abonnenten hätten, einfach in die Ecke stellt, abserviert durch die Likes, die dort nicht mehr gezählt werden. Das ist natürlich nicht fair. Ne? Also deswegen, ich brauche jetzt eine Fanoffensive. Ne? Ich brauche von euch, meinen lieben Zuschauern in meiner Ein-Mann-Selbsthilfegruppe, mehr Likes. Ne? Meldet euch an bei YouTube, geht rein und jedes Video von mir nochmal nachchecken. Ist da schon ein Like und drauf mit dem Ding. Ja? Also so geht das ja nun nicht. Ne? YouTube. Also man kann doch nicht einfach Beliebtheit fälschen. Ne? Vielleicht haut er ja bei ARD und ZDF eine Million mehr Likes drauf oder so. Das wäre doch vielleicht besser, als mir meine paar Likes zu klauen, oder? Dann werden die ihren Fans eben dann mehr vorgeschlagen. Ne? Ob die dann gucken oder nicht, ist eine ganz andere Sache, aber Likes, Dislikes, ich weiß nicht, was man daran auszusetzen haben könnte, außer dass es natürlich auch datenschutzrelevante Dinge sind, die man da so von sich gibt, die jetzt wieder bei Google, also bei YouTube liegen und die dann daraus schließen könnten, welchen Gedanken sie so anhängen. Ne? Also wenn einer sich dort anmeldet und dann ein paar Likes hinterlässt, dann hat er sich schon selbst verraten, wo er politisch einzuordnen ist zum Beispiel. Ne? Ja. Und was soll ich dazu sagen? Das Thema ist gegessen. Ne? Seit 10 Jahren ist das Thema gegessen. Wir hinterlassen so viele Spuren hier in der Welt. Egal, was wir machen, was wir kaufen, jeder Kaufbeleg, jede Buchung, jede Bewegung, die per GPS irgendwo erfasst wird, das alles zusammen ergibt einen ganz eindeutigen
Fingerabdruck. Also ob sie da jetzt noch einen hinzufügen oder weglassen, das ist eigentlich relativ egal. Ja? Also wenn ich in Fragen kriege oder so wie, ja, kann man mich denn hier verfolgen? Kann man dann sehen, wer ich bin und so? Nee, also das ist relativ gut geschützt, damit die Trolle hier noch rumtrollen können und ab und zu miesen Kommentar lassen können. Das ist nicht klar ersichtlich, wer es ist, wo der wohnt und ja, das kann ich nicht sehen. Also von daher ist es ja auch besonders ärgerlich, wenn man diffamiert, angeschwärzt wird beim eigenen Arbeitgeber, wenn es hier manchen Leuten passiert, einfach, dass die Konten gelöscht werden, das Geld eingefroren wird, das ist alles sehr, sehr unerfreulich. Jetzt fragen Sie, wem das gerade passiert ist. Nun ja, also wer sich hier ein bisschen rumtreibt und Leute kennt auf YouTube, der weiß, dass hier schon ganz, ganz viele verschwunden sind. Jedenfalls aus der Eigendarstellung. Und was geblieben ist, ist ein Haufen Schrott von irgendwelchen Feinden, die mit denen nicht gut umgehen. Also richtig schön respektlos. So wie man mit Menschen eben nicht umgehen sollte. Also jeder, der hier gegen Rassismus auf die Straße geht, weiß hoffentlich, wofür er dort auf die Straße geht. Nämlich gegen eine Art von Klassismus, wo Menschen aufeinandertreffen, die zum Beispiel weiße und schwarze Hautfarbe haben, aber das steht doch auch nur als Symbol für, ich habe diese Meinung und du hast jene Meinung oder ich bin arm und du bist reich oder aber trotzdem ändert das nichts daran, dass wir hier alle zusammen wohnen, dass wir miteinander auskommen müssen und dass wir gegen jeden vorgehen müssen, der halt dieses Zusammenleben durch seine Art und Weise des Agierens stört. Und das sind zum Beispiel solche Trolle hier, die wirklich keine Gelegenheit auslassen und auf niedrigstem Level einfach bösartige Beschimpfungen loszulassen. Und denen können wir nur entgegnen, indem wir einfach uns anmelden bei Google und die Leute mit ihren Kanälen abonnieren, die wir mögen und die massivst liken. Jedes neue Video, zack, ist gut, ist gut, ist gut. Und auch die Videos, die einem besonders gut gefallen, dann nochmal raus in die eigenen Verteiler bei Facebook, bei Instagram, in allen sozialen Netzwerken, die Ihnen so einfallen, in denen Sie tätig sind. Das muss jetzt sein. Wir brauchen eine richtig starke Fanoffensive. Ja? Und zwar nicht nur hier bei mir, dass das hier jetzt mal richtig losgeht mit den Abonnentenzahlen und mit den Likes und mit dem Verteilen über die Plattform. Nee, für alle Leute, die etwas Vernünftiges hier bringen, damit meine ich insbesondere Inhalt und nicht das teure Studio und die gute Ausleuchtung, die knallengen Anzüge und die, ja, wie soll ich sagen, also das ganze Ambiente, was einem da angeboten wird im TV, ist ja nicht mehr das, was einem gefallen könnte. Das passt einfach nicht mehr in die Zeit. In die Zeit passen lockere, liebe Leute wie ich, die einfach mal ihre Meinung sagen und die ihr Video rausknallen. Und das ist die neue Normalität. Die sollten wir feiern und die sollten wir ab sofort beginnen. Und ihr macht auch alle ein Video und sagt einfach mal, huhu, hallo, hier bin ich, mir geht's gut, schlecht, mittelmäßig, wie auch immer. Ich mache heute dies, das, jenes. Ich denke, das, watsch, raus. Keine Einschränkung mehr. Sofort vorbei mit dem Mist. Oder wollen wir uns weiterhin wie Kinder im Kindergarten behandeln lassen? Von den Meinungsmachern, die ja immer eine richtigere Meinung haben. Gibt's sowas? Nein. Ihre Meinung ist die richtige. Wenn Sie dieses Video gut finden, machen Sie ein Like. Und wenn Sie das richtig finden, was ich jetzt eben gesagt habe, dass das Zeugs hier zu spreaden ist und die von den anderen lieben Leuten hier im Netz auch, zack, dann tun Sie es bitte. Ja? Bleiben Sie bei sich, bleiben Sie bei Ihrem Herzen, tun Sie das, was richtig ist. Und sagen Sie jedem die Meinung,
die sie haben und nicht die von diesen gestelzten, starksigen, komischen, ausdruckslosen Robotern, die dafür bezahlt werden, dass sie ihnen von einem Blatt einen Text vorlesen. Okay? Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen.